So, hallo, wir machen weiter. Fünfter Part mittlerweile schon zu Back Asswards, was sich als eine echt schwierige Challenge rausstellt. Ich glaube, ich werde es jetzt mal so machen. Ich resette so lange, bis ich wirklich einfach nur OP starte. Das Problem ist, ich weiß am Anfang nicht immer sofort, ob ich OP starte. Ah, ich muss in die Nähe, sonst geht der Laser nicht los, ja? Aber wir haben... Okay, die Bomben sind nice. Alles, was wir... Also überall, wo wir Tiers hinsetzen, gehen Bomben ran. Das ist eine interessante Geschichte. Und ich hab... Was ist das denn? Was ist das denn für ein Fadenkreuz? Ah, das... Okay, wenn ich in dem Fadenkreuz bin... Alles, was in diesem Fadenkreuz, in diesem Laser drin landet, dann mache ich dem Schaden. Okay, interessant. Ach, das ist dieses Roboterbaby, was ich steuern kann. Ich verstehe, das muss ich dann oben lassen und darf dann aber nicht mehr zu viel bewegen. Das ist natürlich auch nicht so geil. Wieso kann ich jetzt nicht mehr... Okay, jetzt kann ich wieder schießen. Das war gerade komisch. Ich habe leider schon wieder viel zu viel Schaden gezogen. Oh, die Tränen gehen... Ah, die Tränen gehen auch dann, wo das Kreuz hingeht. Deswegen kann ich nicht vernünftig schießen. Ich verstehe. Das habe ich nicht gerafft. Okay, das macht das Ganze nicht sehr einfach. Wo ist der Roboter jetzt? Da ist er. Aber wenn ich den... Okay, wenn ich den zu hoch schicke und ich muss ihn hochschicken, sonst kann ich nicht schießen. Ja, dann ist der Roboter da oben. Das nützt mir leider nichts. Ja. Nee, komm. Neustart. Hatte was, aber nee. Okay, wir können fliegen. Aber ansonsten ist, glaube ich, nicht so viel krasses Zeug dabei, ne? Ah, die Fly ist dabei. Diese Revenge Fly, die jetzt mal loslegt hier. Was ist unser Schaden? 3. Naja. Dann haben wir noch so einen Engel dabei, der, glaube ich, aber auch einfach nur zusätzlich ein bisschen ab und zu mal schießt. Dann haben wir noch die Kugel. Der komme ich aber auch nicht weiter. Brimstone. Okay. Wir sind in der Phase. Jetzt schauen wir mal, wie die läuft. Ja, also schadenstechnisch geht's ganz gut. Muss man mal sagen. Schadenstechnisch geht's ganz gut. Ah, Mist. Ja, also die gehen ganz schnell kaputt. Das ist recht schön. Haben noch fast halbe Energie. Wo was? Ich hab nichts gesehen. Was hat mich hier getroffen? War da irgendeine Bombe? Ich habe wirklich nichts gesehen. So, mach dich weg. Ah, der ist noch nicht weg. Jetzt ist er weg. Mist. Ach, ich kann manchmal... Ja, durch die Kugel bin ich etwas schwerfällig. Ich verstehe. Weil es mich manchmal so zurückzerrt. Das ist die Kugel. Ich hab wieder nicht... Oh mein Gott. Ich merke das immer zu spät, ne? Ja, das ist schon wieder... Jetzt sind wir damage-technisch wieder kacke drauf. Damage-technisch nicht, aber energietechnisch. Ach, Mann.
Aber das kann doch nicht sein, dass ich nur durchkomme, wenn ich unverwundbar bin. Holy shit. Ich will auch einfach nicht die ganze Woche, 5 Wochen lang nur Big Satan, Mega Satan kämpfen. Ich weiß nicht, ob das der Content ist, den ich zeigen will. Ich habe keine Ahnung mehr gerade, wo ich war. Ich habe nichts mehr gesehen. Komm, Telepille. Ah, ich habe den... Okay, wir probieren mal den Kreis aus. Mal gucken, wie viel Schaden der so macht. Vielleicht macht der ganz gut Schaden. Vielleicht ist der auch für die Gegner dann ganz gut. Wir werden sehen. Der braucht halt lange zum Aufladen. Ah, er geht jetzt schon nach hinten. Ja. Wenn ich da in die Nähe komme, dann ist das ganz gut. Das Problem ist, man muss halt da sehr in die Nähe kommen. Ich meine, ich habe auch so... Ja, Damage ist auch so ganz nice. Nicht nur durch den Kreis alleine. Sehr nice. Na, ich treffe ja auch so. Es ist ja nicht nur der Kreis, durch den ich treffe. Brimstone? Nee, doch nicht. Ich dachte, jetzt kommt Brimstone. Sah so ähnlich aus, ne? Vom Start her. Hätte es genau das sein. Okay, nice. Und schon in der Phase. Oh, das war blöd. Nein, da in die Giftdings reingelaufen. Ah, da war wieder so ein Giftding. Blutdings. Scheiße. Ah, es ist zu viel Shit, der da immer passiert. Begreift es immer gar nicht, was da los ist. Ja, nee. Das ist nicht so das, was ich bestellt habe. Ja, ich konnte nicht ausweichen. Da war die Map zu Ende. The next Engel. Aber wenn der Engel uns jetzt trifft, dann war's das. Wir haben halt effektiv noch einen Hit. Ja, das überstehen wir nicht. Schade. Oh, ich dachte, ich komme noch weg. Okay, wir können fliegen. Und wir haben wieder so einen Planeten. Ist das ein Planet? Okay, das erkenne ich jetzt nicht als Planetensymbol, keine Ahnung. Vielleicht war das auch Zufall mit Jupiter. Au. Also was ich auf jeden Fall nicht werde, ist die Items anzugucken, die da am Rand alles sind, ne? Weil ich glaube, dann würde ich mich wahrscheinlich komplett mit sämtlichen Items spoilern, die es hier so gibt. Das werde ich nicht machen. Weil so kann ich dann zumindest nicht immer hundertprozentig sagen, aus welchem Item welcher Effekt kommt. Ich kann es mir zwar vorstellen, aber ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Mein Gott, wir sind viel zu schwach. Alleine wie viele kleine Gegner hier die ganze Zeit zwischendurch spawnen. Das ist... Das zeigt, dass es viel zu lange dauert.
Hä? Was habe ich denn? Ich schieße irgendwas Schwarzes. Was ist das? Ach, sind es die? Okay. Oh, wir haben die Perle wieder. Okay, wir haben die Perle wieder. Die Frage ist, wie werde ich die Perle los? Ach, die Frage ist, wie werde ich die Perle los? Weil das hier wird mich nicht retten. Ich bin gespannt, ob mich das retten wird. Satankampf. Ich meine, die Perle kann jetzt natürlich gut sein, indem sie mich hier rausportet. Ah, das ist das Nächste. Also die Perle kann auch effektiv sein. Sie kann mich aber auch zum Beispiel rausporten und dann werde ich getroffen und werde wieder reingeportet. Das ist auch möglich. Oh boy, wir haben... Okay, wir haben ein cooles Item. Wir haben ein Item, das ist ganz cool, wenn wir getroffen werden. Und wir haben ein Item, das ist nicht so cool, wenn wir getroffen werden. Ja. Ah, shit, ey. Ich komme nicht klar. Aber jetzt sehe ich immerhin was. Jetzt habe ich nicht das Problem von vorhin, wo alles einfach dunkel war und ich nichts gesehen habe. Jetzt sehe ich, wo die Dinger sind, die ich treffen muss. Ich habe halt vorhin nichts gesehen. Das war halt ein großes Problem. Also ich glaube, den kriegen wir jetzt. Muss halt ein bisschen aufpassen. Scheiße. Geh weg von mir. Nein. Okay. Aber wir waren mal wieder draußen. Wir waren mal wieder frei. Oh, da ist wieder so ein Planet. Doch, das ist Uran. Das ist Uranus. Ich glaube, das ist Uranus. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist Uranus. Uranus oder Neptun. Oh. Oh, wir sind... Haben wir... Ist das das Ding? Das ist das Ding, dass wir nicht getroffen werden. Das ist das Ding, dass wir nicht getroffen werden. Okay, das trifft mich. Okay, das trifft mich. Das hat mich böse getroffen. Okay, das heißt... Und ich bin wieder winzig. Ich interpretiere das jetzt folgendermaßen. Ich bin so klein, dass mich Bullets nicht treffen, aber so Laser-Shit schon. Und Gegner treffen mich auch. Also, wenn mich Gegner berühren. Aber so Lasern, so Bullets muss ich theoretisch nicht ausweichen. Außer so Explosionsbullets. Weil die ja am Boden landen. Okay. Das ist ja insane. Und wir haben auch noch richtig geile Dings. Und wir haben auch noch richtig guten Damage. Oh mein Gott, lass das bitte den Run sein. Ich will diese Challenge weghaben. Diese Challenge ist... Sie ist cool. Im Sinne von... es ist interessant, was man alles bekommen kann. Aber sie ist nicht cool, wenn du ein Let's Play machst. Und 5 Folgen lang... Nur... Mega-Satan-Kämpfe zeigst. Das ist ein großes Problem. Der macht Brimstone. Nein, der macht nicht Brimstone. Dann kann ich da rein. Dann kann ich da einfach rein. Ich muss jetzt böse aufpassen, dass ich nicht getroffen werde von dem ganzen Zeug, was kommt. Brimstone. Doch nicht. Er geht nach hinten weg. Ich muss jetzt wirklich auf meine Energie achten. Das ist das Wichtigste. Auf die Energie achten. Und schauen, dass wir hier rauskommen. Ich habe dieses verflucht. Ich glaube, es ist Uran. Es könnte Neptun sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Es ist irgendein Planeten-Item auf jeden Fall. Ich habe das. Ich meine, das auch irgendwo in Sailor Moon gesehen zu haben.
Es ist so dumm, dass ich so ein... Ah, nee! Es ist so dumm, dass ich es von Sailor Moon abhängig mache, ob ich mich an Planeten erinnere, wie die ausgesehen haben. Ne? Also nicht die Planeten selbst, sondern halt deren ihre Symbole. Kaputt! Du musst kaputt. Du musst sofort einen Abflug machen. Du musst einen Abflug machen. Scheiße. Er hat noch keinen Abflug gemacht. Und der spawnt die Kacke, die mich immer ärgert. Ja, nice. Okay, so. Das würde mich jetzt wahrscheinlich treffen, ne? Diese Steine, die würden mich natürlich treffen. Okay, er zieht sich zurück, jetzt kommen die Engel. Wir sind knapp davor. Und wenn er nämlich dann in seine Dingsphase geht, wenn er in seine, weißt du schon, seine Totenkopfphase geht, macht er nur noch normale Schüsse eigentlich. Und die normalen Schüssen können mich ja mal gerade. Die können mich ja richtig kreuzweise, die normalen Schüsse. Nicht da reinlaufen, nicht in die Lichtstrahlen. Geh nicht ins Licht. Geh nicht ins Licht. Da ist ein Herz. Oh Gott, wo kommt es her? Ich weiß es nicht. Und es ist gut, dass es da ist. Wieso dauert der so lang? Mach dich weg jetzt. Wieso dauert der so lang? Wieso dauert der so lang? Was hat der für... Wie viel Energie hat der plötzlich? Der erste ging sofort da. Was ist... Was? Mist! Wir waren so gut dabei. Ich habe wieder dieses komische Ding, dass ich hier Tiers auf, also dass ich richtig viele Tiers schießen kann. Aber ansonsten, ich meine, ich habe den Cube. Der Cube ist ganz cool. Oh, aber ich bin nicht begeistert. Ich bin überhaupt nicht begeistert. Was macht der Damage? Naja. Ach Mann, ey, ich... Boah. Trotz dieses coolen Items habe ich diesen Engelkampf jetzt versaut, oder was? Das gibt's doch nicht. Vor allem, ich hatte doch erst noch zwei Herzen und dann hatte ich plötzlich gar keins mehr. Okay, aber damage-technisch sieht es eigentlich auch gerade ganz cool aus, sogar so. Dann haben wir halt noch einige Dinger um uns rum, dass die und die fast die da. Die dafür sorgen, dass wir weniger getroffen werden. Das ist auch ganz cool. Aua. Ah, jetzt habe ich aber meine Energie schon wieder hier komplett aufgebraucht. Jetzt ist schon wieder Kacke. Jetzt ist schon wieder Kacke. Ach nee, komm. Das sieht nach Brimstone-Effekt aus. Nee, Quatsch, das ist kein Brimstone-Effekt. Das ist dieses Rennen. Unicorn oder wie. Oh, okay, wir haben den hier. Was macht der Schaden? Der Schaden ist nicht so geil. Wir gucken mal. Wir haben dafür den Doppelschuss. Und der macht es langsamer. Okay, der macht die Schüsse langsamer. Und zwar alle. Alle Schüsse, die ankommen, macht der langsamer. Das ist gut. Und er slowt den Gegner selbst. Okay. Das ist jetzt nicht mehr langsamer. Jetzt sind die Hände wieder verlangsamt. Ich muss trotzdem ein bisschen höher. Ja, okay. Ich kann die Schüsse... ich kann die Schüsse böse manipulieren. Keine Ahnung, was das für ein Item ist, das das macht. Aber...
Ja, das kann ich nicht manipulieren. Jetzt verziehe ich halt nach hinten, danke. Mein Gott. So, wie lange dauert das jetzt hier? Och, Mann! Ach, ich hab auch dieses... Ich hab dieses Verlangsamungsding um mich rum. Jetzt sehe ich das erst. Ach, scheiße. Ich hab dieses Licht um mich rum, was ich schon mal hatte in irgendeinem anderen One. Das habe ich gar nicht realisiert vorhin. Solange werde ich nicht getroffen. So. Lass das, verschwinde. Hä? Wo was? Ach, da war so ein Ding. Okay. Ah, Mann, Energieschild ist scheiße. Energie ist schon wieder schlecht. Aber das wird jetzt 3 Jahre dauern, bis wir den Typ mit den blöden Bomben besiegt haben. Scheiße. Huch. Brimstone. Alter, ich hab's. Ich kam nicht schnell genug raus. Das war nicht gut. Nee, hör auf damit. Ja, lol. Was hätte ich tun sollen? Was kann ich da tun? Da bin ich aufgeschmissen, wenn das passiert. Erst das war's. That was. Es sieht cool aus, aber es ist leider damage-technisch nicht so geil gewesen. Ah, man. Oh, wir haben Regeneration, habe ich gar nicht gemerkt. Na, so viel dazu. Okay, ich bin irgendwas geworden. Ich sehe wild aus. Okay, ich schieße dreifach und mache auch noch Elektrotränen und irgendwas und keine Ahnung. Wahrscheinlich bin ich irgendwas geworden, was dafür sorgt, weil es die Familias, weil ich 3 Familias habe oder so. Alter, es ist... Ich erkenne nichts, ne? Oh mein Gott. Ich hoffe, es macht so viel Schaden, wie man den Eindruck hat, aber ich weiß es nicht. Es wirkt so, aber wie gesagt, man weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, das sind die ersten weg. Mal gucken, was jetzt hier passiert. Viel zu viel Energie eigentlich schon wieder verloren bis hierher, wenn wir ehrlich sind. Ach, wo habe ich denn jetzt? Alter, ich sehe... Das ist unglaublich. Was macht eigentlich mein Damage? Ja, mein Damage ist halt scheiße. Ja, das ist das Ding. Ach man, da hatten wir irgendein cooles Zeug und dann ist der Damage wieder kacke. Das wüsste das Spiel, wenn man OP ist und dann setzt es einem einfach den Damage runter.
Ja, lol, der Schlüssel ist nützlich. Mhm. Damage. Naja. Haben wir irgendwas Brauchbares? Ich habe dieses komische Knubbelding wieder, aber ich sehe jetzt nichts wirklich Brauchbares in der Reihe. Dann komm weg damit. Damage. Damage is not available. Piercing Shots sind allerdings available. Jetzt die Frage, ob wir den nicht vorhandenen Damage ausgleichen, dadurch, dass wir so schnell schießen können. Oh, lol, ich hab den Effekt. Kann ich überhaupt reinrennen dann? Hm. Eher nicht. Wieso haben wir eigentlich so wenig Damage? Ich habe doch so Items wie Pakt und so im Repertoire. Warum ist der Damage denn so gering? Mann, was ist das? Welches Item hat den Damage so runtergestuft? Keins, was ich da sehe. Ha. Huh. Ach, come on, ey. Ich sag, ich kann nur hoffen, dass dadurch, dass ich einfach so viel Zeug habe. Dass es einfach den nicht vorhandenen Damage ersetzt. Ich sehe halt nix. Was ist das hier schon wieder? Ich sehe nix. Alter, der kam aus dem Nichts. Ich habe den nicht gesehen. Es ist so dunkel. Holy shit. Wie viel Energie habe ich? Ach so. Ach, wir haben Curse of the Unknown. Ja gut. Ist vielleicht ein Problem. Aber wisst ihr, was ich mache? Ich glaube, wenn wir jetzt noch einen Fail One haben hier, ich glaube, dann packe ich immer... Ja, wow. Ich glaube, dann packe ich immer zwei Failruns zusammen in eine Folge, dann ist es wieder ein Stundenpart. Aber praktisch Fail-Stundenparts, keine Ahnung. Ich kann doch jetzt nicht eine ganze Woche nur die Challenge machen. Und die Challenge hat halt keine Abwechslung. Das ist das Problem. Die Challenge hat keine... Okay. Wir sind wieder Flügel-Isaac. Wir haben normale Schüsse. Was ist das denn? Was kann ich denn jetzt? Ich habe Milch dabei. Ja, wow. Ich hatte die Milch dabei. Cool. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass ich irgendwie geiles Zeug habe. Ich regeneriere irgendwie Fliegen manchmal so ein bisschen. Hey, komm. Ciao. Ah, das ist wieder dieses komische Herz, was ich nicht checke. Sehe ich das richtig, dass das Herz Schaden bekommt und ich nicht? Ja, okay. Das heißt, solange ich vor dem Herz stehe, passiert dem Herz nichts. Ah, so funktioniert das Herz. Okay. Ja gut, das ist dann eigentlich ein guter Schild, ne? Ich auch näher ran eigentlich. Weil dann habe ich noch das Messer mit dem Kontaktschaden. Ah, okay. Brimstone ist natürlich kacke. Brimstone trifft trotzdem. Aber alles andere trifft nicht, weil ich das Herz blockiere. Okay, interessant. Die Frage ist, wie gut es gegen die Kollegen hilft. Ich weiß, ich hatte das Herz jetzt schon mehrmals. Ich habe es nicht verstanden, wie das Herz funktioniert. Es tut mir leid. Bitte seid mir nicht böse. Da das Herz aber sehr nah bei mir dran ist, muss ich den Explosionen trotzdem genauso. Ach, aber dann kann ich über so Paddel und so Kram, kann ich ganz normal drüber laufen. Ne? Das ist wie wenn ich fliegen könnte. Und ich kann getroffen werden, das Herz halt nur nicht.
okay, okay, okay. Ja, so halt nicht. Aber wenn man das gut angeht, wenn man das gut angeht, kann man da eigentlich dann ganz gut ausweichen. Oh Gott, weg von den... Boom. Hä, was ist jetzt in mein Herz reingerannt? Der ist weg. Ah, der ist noch da. Auch weg mit dir. Okay, sehr schön. Nice. Ja, das ist natürlich auch kacke. Boomstone! Nee, doch nicht. Ah, jetzt stehe ich doof. So treffe ich ihn wieder. Okay. Boomstone! Diesmal ja. Down. Sehr schön. Oh, ich will immer das Messer reindrücken, aber es nützt, bringt mir nichts. Weil die dürfen jetzt ja eigentlich auch nicht das Herz erwischen, also... Es müsste ja wirklich jetzt so viel Pech sein, dass die kleinen Dinger zufällig mal ins Herz reinrennen. Okay, so viel dazu. Mach dich weg. Gar nicht erst ans Herz rangehen. Nice. Das war nicht so geil. Na, dann kann ich halt relativ gut sogar die einfach konfrontieren und durch den Messerschaden kriege ich die recht schnell weg. Muss nur aufpassen, dass ich da nicht in so Brimstone-Kacke reinlaufe wie von dem. Dass der auch einen Abflug macht. Ja, 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 ja. Der Deckel um mich rum ist da halt schon deutlich nochmal nützlicher. Weil ich durch den halt schön Kontaktschaden machen kann. Brimstone! Mist! Unnötiger Treffer. Okay, hier kann ich stehen bleiben. Jetzt weg! Brimstone! Ah, fuck. Wieder erwischt. Oh, wir haben den Wafer, sehe ich gerade. Deswegen mache ich auch die ganze Zeit weniger Damage. Ich bekomme weniger Damage, wollte ich sagen. Komm, schön mit dem Messer rein. Schön mit dem Messer immer wieder in den Reihen. Jawohl, sehr gut. Schön mit dem Messer immer wieder in den Reihen. Schön mit dem Messer. Schön messern, das Viech. Oh, der hält schon böse viel aus, ne? Nein! Okay, jetzt ist er. Oh mein Gott! Scheiße. Nein! Okay, wir haben das Herz kennengelernt. Jetzt habe ich es besser verstanden, wie das Herz funktioniert. Cool, Geld. Und ich habe nur schwarze Herzen. Ich habe irgendwie einen Dreierschuss. Und ich kann schnell werden. Wahrscheinlich, wenn ich getroffen werde oder so. Keine Ahnung. Ja, das ist auf jeden Fall nichts, womit ich spielen möchte hier. Okay, komm. Ciao. Wir haben wieder das Item, dass wir nicht getroffen werden können. Oh, und ich habe diese Tränen. Okay. Okay, da muss ich spammen, um zu greifen. Oh, da muss ich spammen, um anzugreifen. Was macht der Damage? Ne, ist nicht so geil. Oh Gott, da muss ich spammen, um anzugreifen. Oh, ich hasse das.
Oh Gott. Das ist sehr unangenehm. Oh, weil ich in die... Ich hab das scheiß Brain. Okay, das Brain macht natürlich auch wieder ein Problem. Sehen. Ah, okay, die Sensen treffen mich trotzdem, interessanterweise. An der Stelle mal sagen. Und feststellen. Ach, komm schon! Ah, dass ich da reingerannt bin, war jetzt super dumm mal wieder. Das Spammen ist nervig. Ja, es nützt mir nichts. Ja, weil ich diese Scheißbombe wieder reingejagt habe. Gott. Letzter Versuch. Wir haben ein One-Up, aber das One-Up nützt mir nichts, weil ich ja... Okay, wir haben allerdings cooles Zeug. Damage ist 3, ist okay. Das One-Up nützt mir insofern nichts. Oh, aber ich bin böse schnell. Oh ja, ach so, deswegen bin ich so schnell. Ah, ich sehe. Aber das One-Up nützt mir insofern nichts. Als dass ich bei ihm wieder starte. Es nützt mir was, wenn ich hier rauskomme aus der Nummer. Dann habe ich noch einen Versuch zusätzlich. So, dann nützt es mir was. Kann es sein, dass wir mehr Schaden bekommen haben gerade? Habe ich gerade mit einem Schlag 2 Herzen verloren? Das richtig gesehen? Was war das denn für ein Treffer jetzt wieder? Hallo? Bin ich jetzt schon wieder so langsam? Aber guck mal, das ist... Allein die dauern schon wieder ewig. Oh. Da habe ich wieder keinen Bock, wenn ich das schon wieder sehe hier. Da habe ich schon wieder gar keinen Bock, wenn ich das schon wieder sehe hier. Kann es sein, dass wir mehr Schaden bekommen als sonst? Irgendwie geht es viel schneller runter, habe ich den Eindruck. Oder ich lasse mich einfach öfter treffen, keine Ahnung. Ja, so viel dazu. Ja, komm, das spielen wir jetzt nicht nochmal. Das ist Schwachsinn. Of Darkness kann ich nicht mal. Was haben wir sonst noch so? Oh, wir schießen Bomben mal wieder. Und dieses Ding. Ach nee, geh heim. Oh, wir haben das erste Mal ein Spacebar-Item. Was zum... Was ist denn da los? Kann man doch Spacebar-Items bekommen? Und wir hatten bisher einfach nur nie eins bekommen. Ganz wilde Theorien hier. Damage sieht ganz okay aus.
Au. Irgendwas wird gespawnt, wenn ich getroffen werde. Ich weiß noch nicht was. Ach, ich habe den Mini-Monstro-Viech dabei, ne? Der ist an sich auch cool, aber... Ach nee, das ist für alles hier. Das ist ja schon... Ich hatte keine Chance, diesen Treffer zu verhindern. Ich weiß nicht, was ich da um mich rum habe. Ich schieße... ich schieße einfach quer. Manchmal. Jetzt nicht mehr. Ich verstehe überhaupt nichts. Hä, was ist... Kann es Tränen abwehren? Ja, das wehrt Tränen ab, okay. Ach, nee, komm. Alles Müll hier. Wir haben das Item wieder, dass ich nicht getroffen werde. Okay. Wenn jetzt die Tränen auch noch geil sind. Und wir haben auch noch die Maske. Oh, aua. Die sind zielsuchend, ne? Die sind, okay, die sind zielsuchend, aber haben nicht so eine hohe Range. Aber das ist ja egal, weil ich kann ja eh nah an ihn ran. Brimstone. Oh, jetzt kann ich ihn während Brimstone trotzdem treffen. In das Feuer kann ich rein. Das musste ich kurz mal testen. So, und los geht's. Okay. Okay. Das muss jetzt der One sein. Wir haben die Maske. Wir können nicht von Explosionen getroffen werden. Wir sind eine Maschine. Seht ihr das? Wir sind eine Maschine. Wir können nicht von Explosionen getroffen werden. Wir können nicht von normalen Schüssen getroffen werden. Wir haben die Maske. Wir sind einfach eine Maschine gerade. Und der Damage ist insane. Kann eigentlich nur von Gegnern getroffen werden. Und von sowas da. Davon nicht. Brimstone! Das mit Brimstone ist halt nach wie vor kacke, weil ich dumm bin. Ich bin jetzt nicht wirklich in so ein Viech reingerannt. Oh mein Gott. Ey, wenn ich das jetzt versaue. Wenn ich die Runde jetzt versaue. Ich bin überböse. Ich bin überböse, wenn ich die Runde jetzt versaue. Also Real Talk. So weiche ich den Bomben überhaupt aus. Sie können mir ja nichts mehr. Wieder vergessen. Wir müssen hier rauskommen. Wenn wir hier rauskommen... Win. Wir müssen nur... Oh mein Gott, dieser scheiß Brimstone. Wir müssen nur hier rauskommen. So, jetzt die zwei Engel. Woher weiß ich bei dem Engel... Wann er quer schießt und wann er normal schießt. Wie sehe ich das? Mein gut, es gibt eigentlich Positionen, da kann ich mich hinstellen, egal ob er quer oder normal schießt. Das ist das Ding. Na, da trifft er so oder so nicht. Genau. Dann muss ich gar nicht wissen, wohin er schießt. Lul. Ja, nice. That's it. Brimstone. Oh mein Gott, wir kommen raus. Das ist der One. Ich musste erst komplett OP werden. Also wirklich komplett OP. Also ich meine, das ist jetzt alles. Das ist jetzt einfach alles. Das Einzige, was mir noch was tun kann, ist Brimstone.
Und da muss ich halt einmal die scheiß Augen aufmachen. Das ist so insane. Okay, so. Jetzt kann er... Macht er nochmal Brimstone? Ich glaube, der kann nur noch normalen Quatsch schießen. Und da interessiert mich ja nicht der normale Quatsch. Macht er noch Brimstone? Ich weiß es nicht. Geh lieber zur Seite. Ich tue lieber mal so, als würde ich aus... Okay. Ich weiß halt gar nicht, wie man dem normal ausweichen soll. So, dass man dann da unten irgendwo... Keine Ahnung. Ich will es nicht ausprobieren. Ja, unten kann man wahrscheinlich besser ausweichen. Keine Ahnung. Kann sein. Aber dieses Item... Es ist dieses Item. Es ist einfach die ganze Zeit dieses Item gewesen. Nicht mal das Feuer trifft mich. Das wundert mich allerdings. Ne? Also das Feuer ist ja eigentlich schon... Hätte ich jetzt schon gedacht, dass das... Am Boden ist eher. Aber scheint es nicht zu sein. Nichts von dem seiner Kacke trifft mich gerade. Es ist so angenehm. Jetzt ist halt die Frage, was für Deals machen wir? Draußen. Also wir haben halt jetzt drei Herzen. Und das Problem ist ja, wir müssen ja jetzt ja gegen Satan kämpfen. Ne? Ich bräuchte schon nochmal irgendwelche Sachen, die mir Energie geben. Ja, das war's. Die haben wir jetzt geschafft. Toll. Aber ich bräuchte halt jetzt Sachen, die mir Energie geben. Okay, ich wollte gerade sagen, warum sehe ich so komisch aus? Nee, das braucht man nicht. Ja, das auf jeden Fall. Hab ich schon irgendwas von Guppy? Ich hab nichts von Guppy. Das Problem ist, wenn ich die Kutte... Die Kutte nimmt, kostet mich zwei rote Herzen, gibt mir drei schwarze. Oh, jetzt muss ich wieder hier strategisch... Oh mein Gott. Oh, Leute. Oh, Leute. Also, den Mond nehme ich nicht. Das ist dieses War of Babylon-Dings. Die Frage ist, komme ich mit der Energie, die ich habe? Also ich kann durch Explosionen nicht getroffen werden. Ich kann durch die meisten Schüsse nicht getroffen werden. Die Energie gefällt mir halt nicht, die ich habe. Bin ich ganz ehrlich, die Energie gefällt mir nicht, die ich habe. Gabis Tail werde ich nicht mitnehmen. Ich denke, ich nehme die Kutte mit. Ist halt im Moment erstmal ein Herz mehr. Ach lol, ich dumm Kopf. Mir zieht's ja nur die leeren Container. Oh mein Gott, ich habe komplett verdrängt, dass es mir ja die leeren Container erst abzieht. Ich behalte die roten Herzen. Ich habe gar nichts gesagt. Ich bin komplett blöd. Ich habe die Kutte falsch. Nein, ich hätte ein halbes Herz mehr haben können. Ich hätte ein halbes rotes, schwarzes Herz. Ach, ich bin schon wieder dumm. Ah. Ihr wisst, was wir mal ganz kurz machen? Wir gehen mal ganz kurz hier in den Raum rein. Die meisten Räume dürften ja eigentlich kein Problem sein. Und vielleicht finden wir ja irgendwas mit roten Herzen. Das wäre so gerade mein Ziel. Okay, das gibt mir jetzt keine roten Herzen. Gibst du mir rote Herzen, wenn ich dich sprenge? Oh, lol. Der macht so eine Blut... Puddel-Dings. Lieber nicht.
Es war gerade keine gute Idee. Ich habe es schon gemerkt. Es war keine gute Idee. Ich habe ein schwarzes Herz verloren. Oh Gott, Leute, das geht schief. Ich werde es versauen. Ich weiß, dass ich grundsätzlich nicht von fast nichts getroffen werden kann, aber die Dinge, von denen ich getroffen werden kann, die werden mich treffen. Ich kenne mich doch. Ich meine, hier müsste ich jetzt eigentlich safe sein. Solange ich, ja, genau. Sein scheiß Brimstone darf sich halt nicht treffen. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Okay, so. Jetzt kann der Fuß mich eigentlich nicht mehr treffen, weil ich ja diesen Dings habe. Und die Dinger dürften mir eigentlich auch nichts mehr tun können. Ist aber nur Theorie. Jo, okay, ich darf kann in den Fuß noch reinlaufen. Das ist vielleicht nicht so gesund, in den Fuß reinzulaufen. Also wir brauchen dringend Energie, wir brauchen dringend Energie. Es ist noch nicht ausgestanden. Warum ist jetzt... Achso, ja, weil ich jetzt in die Kiste könnte. Will ich ja nicht. Es ist noch nicht ausgestanden. Wir brauchen dringend Energie. Ich glaube, die können mich auch treffen, weil die Sachen auf dem Boden landen. Na, ich habe ja so den Eindruck, dass mich Sachen nicht treffen können, die über mich drüber fliegen. Aber alles, was am Boden ist, kann mich treffen. Ist noch einer hier? Ja. Ich wollte sagen, der Raum ist noch nicht geklärt. Jetzt ist der Raum geklärt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist wahrscheinlich... Oh nein, irgendwo da drüben, wir müssen jetzt ewig weit laufen. Okay, der Raum sollte passen. Ja, das ist jetzt cool. Das würde ich dann auch mitnehmen. Im Moment nützt es mir recht wenig. Muss ich mir merken, dass das da... Okay, die Dinger können mich auch treffen, weil die halt direkt angreifen. Oh scheiße, es gibt noch viel zu viel, was mich töten kann. Obwohl ich super, super OP unterwegs bin, gibt es noch viel zu viel, was mich töten kann. Ach Gott, ist das doof. Ja, auch Laser. Auch Laser können mich hundertprozentig treffen, bin ich mir ganz sicher. Schade. Ich dachte, es ist was Nützliches. Okay, jetzt kommt ein großer Raum. Großer Raum ist immer kritisch. In dem Fall nicht. Da komme ich durch. Da komme ich gut durch. Wenn ich mich jetzt hier hinstelle, sollte ich die einfach immer die ganze Zeit treffen können. Und alles ist cool. Vorsicht, Spinnen. Lasst mich in Ruhe. Wo ist noch eine? Ey, wenn ich jetzt in die letzte Spinne reinrenne, ich raste aus. Da ist eine. Das ist die einzige. Nein, da ist irgendwo noch eine. Da. Alter. So, Steine gucken. Und ausgerechnet jetzt habe ich keine Regenerationsdings dabei. Aber man kann nicht alles haben, ne? Man kann nicht alles haben. Okay, ich sehe keine speziellen Steine. Das ist nicht gut, weil wir müssen als nächstes gegen das Herz kämpfen. Oh Gott, Leute. Okay, der Raum sollte auch passen. Ich bin so weit weg. Mir kann so gut wie nichts mehr was anhaben. Und trotzdem kann es schief gehen. Das ist so kritisch. So, sind wir jetzt im Hauptraum? Ja. Gut, also Herz holen. Und Abflug. Und dann hoffen, dass ich mit 2,5 Herzen... ...gegen die Scheiße ankomme. Wartet mal kurz. Eine Sache mache ich noch fix. Ich hätte es eher... Das hätte ich vorher machen sollen. Ist egal jetzt. Schade. Ach komm schon! Wäre es hier wahrscheinlich gewesen. Wieso habe ich jetzt... Ich kann Blutbomben legen. Die sich... Oh mein Gott.
Das wollte ich nicht. Wo kommen jetzt eher Herzen raus? Hier, ne? Oh mein Gott, ich wollte keine Blutbombe legen. What the hell? Ich wusste nicht, dass das geht. Ja, gib mir die Scheiße. Oh ja! Oh, es war so gut. Alter, aber ich wusste nicht, dass das geht. Ich habe das nicht gerafft. Blutbomb. Holy shit. Aber es war so... Oh, war das... Alter. Stellt euch vor, ich hätte die... Oh mein Gott, stellt euch... Oh, stellt euch vor, ich hätte das gemacht, wenn ich... Oh Gott, ich wusste das nicht. Ich wollte so andeuten, ja, dann hätte ich hier eine Bombe legen müssen und habe halt auf E gedrückt. Und plötzlich verliere ich ein halbes Herz. Insane. Oh, Junge, 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 Junge. So, schnell die Laser weg. Das sind das Einzige, was mir gefährlich werden kann. Ich glaube, ihre Schüsse dürften mir nicht gefährlich werden. Kann ich mir nicht vorstellen. Okay, nice, nice, nice. Nice, nice, nice. Junge, 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 Junge. Halbes Herz, ab dafür. So, und jetzt hier raus. Sehr nice. Okay. Ich möchte jetzt nichts verschreien. Also ich möchte jetzt wirklich nichts verschreien. Aber jetzt. Jetzt bin ich guter Dinge. Also jetzt haben wir die Energie, die ich brauchte. Ne? Und wir bleiben ja OP. Also wir bleiben ja böse OP. So, es ist ja... Ich setze jetzt auch keine Pillen mehr ein. Ich habe die Pillen gerade eingesetzt, weil ich hatte nur noch ein halbes rotes Herz. Und selbst mit Bad Trip hätte man dann ein Full Heal bekommen. Ja, und jetzt setze ich nichts mehr ein. Jetzt geht's nur noch nach Hause. Ganz fix nach Hause. Mich kann fast nichts treffen. Ich habe genug Energie. Sollte mich was treffen. Darum ging es mir. Ich brauchte ein Backup. Falls mich noch was treffen kann. Das ist alles. Der Startraum. Ah, es gibt nur einen möglichen Startraum. Und zwar da oben. Okay, alles klar. Gib mir den. Der Startraum ist doch immer mit vier Dingsen, ne? Mit hier, weißt du schon. Was seid ihr denn? Ach, ihr seid die Herzen, ich verstehe. Kennt ihr noch gar nicht. So, hier, mach dich mal weg. Aua. Die kannte ich noch gar nicht. Sehr interessant. Darf man jetzt eigentlich auf dem Rückweg die ganzen Shops dann rückwirkend besuchen? Das wäre ja lustig. Aber ich will es wirklich einfach nur noch schnell durch. Gibt es jetzt noch irgendwas, was schiefgehen kann? Ach, die Türen sind ja offen. Ich muss die Räume ja gar nicht spielen. Die Kacke ist ja offen. Wait, was? Ah, okay, die Bosse muss ich spielen. Habe ich jetzt die ganzen Räume gar nicht spielen müssen? Waren die einfach so offen oder hat es jetzt einen anderen Effekt gehabt? Einen anderen Grund gehabt? Was hat der Mensch gerade so viel Energie abgezogen? Ich hätte nicht gedacht, dass ich bei dem jetzt Energie verliere. Aber es bin halt immer noch ich, der spielt. Oh ja. Man kriegt nochmal Boss-Items. Die kriegt man auch noch zusätzlich. Ja, nice. Ich hätte es später mitnehmen sollen, das war blöd. Aber wir kommen bestimmt gleich. Ja, ich muss die Räume nicht spielen. Ich kann sie spielen, dann kriege ich Belohnungen. Aber ich kann auch einfach durchlaufen. Okay, nice. Es gibt nur eine Möglichkeit für den Startraum und der ist einfach gerade durch. Ich habe das nicht gerafft. Ich dachte,
LOL, man muss die nicht spielen. Man muss die Räume nicht spielen. Ich renne einfach durch. Oh mein Gott, wieso hab... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, das habe ich nicht... In meinem ersten Part dieser Challenge. Im ersten Part dieser... nein, da will ich nicht hin. Im ersten Part meiner Challenge. Aber hier sind die Türen jetzt zu. Hä? Manche muss man spielen. Den muss ich jetzt... Okay, dann nehme ich alles zurück. Ich wollte jetzt gerade sagen, hätte ich das in meinem... Also in dem ersten Part meiner Challenge, wo ich doch schon richtig weit gekommen bin, ne? Wo ich schon bis in der Herz-Dings war. Ich wollte gerade sagen, hätte ich da die Räume etwa nicht spielen müssen und wäre einfach durchgekommen, weil dann... wäre ich jetzt böse sauer. Weil dann hätte ich mir jetzt 4 Parts sparen können. Ich hätte mir 4 Parts sparen können. Aber wenn ich das jetzt wiederum sehe, dass hier doch die Türen teilweise zu sind, bin ich etwas verwirrt. Hier, guck mal, hier sind die Türen wieder zu. Man, wieso sind die manchmal offen und manchmal zu? Hat es irgendeinen anderen Grund, dass das so ist? Oh, den Füttern ist auch frech gesetzt. Der ist ja richtig frech gesetzt. Glück mache ich das jetzt nicht. Also, wieso konnte ich durch die anderen jetzt durchlaufen und durch die hier nicht mehr? Ich verstehe es nicht. Aber es ist mir egal. Es ist mir egal. Es ist mir egal. Ab durch die Mitte. Sag ich nur. Einfach ab durch die Mitte. Der Witz ist, die könnten mich jetzt wieder treffen. Na? Die könnten mich jetzt halt wirklich wieder treffen, aber ich habe halt genug Energie, um selbst getroffen zu werden. Und das ist ja das, worum es mir geht. LOL, das ist einfach ein Engelraum. Wieso kriege ich den jetzt nicht? Hä, wo ist meine HP hin? Ich hatte mehr HP, oder? Hä, hatte ich nicht mehr HP? Wo sind die hin? Warte mal. Verliert man pro Runde zusätzlich Herzen? Sehe ich das gerade richtig? Verliere ich pro Ebene zusätzlich Herzen, sodass ich dann im Basement nur noch mit einem Herzen oben bin? Verstehe ich das gerade richtig, dass ich Herzen verliere, wenn ich Ebenen hochgehe? Muss ich mich um HP abkümmern? Shot speed down. Pillen könnten HP abgeben, deswegen habe ich das gerade gemacht. Muss ich mich um HP-Ups kümmern? Sehe ich das gerade richtig? Ich hatte doch gerade mehr Herzen. Oder um blaue Herzen dann zumindest. Muss ich mich um so einen Shit kümmern? Das ist das, was ihr mir sagen wollt. Wo ist mein Herz hin? Okay, wir gucken jetzt mal genau hin. Wenn ich jetzt nur noch 4 Herzen habe. Wenn ich jetzt gleich nur noch 4 Herzen habe. Oh shit. Oh shit, da ist noch was anderes passiert. Da ist noch was anderes passiert. Seht ihr, was passiert ist? Seht ihr, was passiert ist? Der Feuereffekt ist weg. Ich verliere die Upgrades. Ich verliere die Upgrades. Das heißt, ich könnte im Laufe des nach oben Gehens das Upgrade... Ja.
Ich werde in den nächsten Ebenen das Upgrade verlieren, dass ich nicht getroffen werden kann. Das wird noch weggehen. Dieses Upgrade werde ich noch verlieren. Dieses Upgrade werde ich noch verlieren. Ich muss jetzt echt aufpassen, dass ich keine Bomben setze, wenn ich... Jetzt habe ich echt Angst, dass ich HP-Downs oder so hole, ne? Pretty Fly ist gut. Das ist nicht gut! Okay, wir müssen uns... Dann muss ich mich jetzt wirklich in der Ebene ein bisschen umgucken und kümmern, dass ich HPs behalte. Oder um so Steine gucken und so, ne? Okay, ich muss mich jetzt ein bisschen... Ich dachte, ich kann einfach schnell durchrennen und das Schwerste wäre der Satan-Dings. Aber man verliert die Herzen. Damit ist das... Also, und man verliert nicht nur die Herzen, man verliert seine Upgrades. Man verliert einfach seine Upgrades. Ich werde mein Damage... Ich werde alles verlieren. Das ist gerade eine ganz böse Erkenntnis. Okay, haben wir irgendeinen Stein, der gut ist für mich? Weil unter dem Aspekt hätte ich nicht so viele Deals oben gemacht. Das wusste ich nicht. Unter dem Aspekt hätte ich nicht so viele Deals nach dem Satan-Raum gemacht. Also nach dem Big Satan, also nach dem Mega-Satan-Kampf. Ne? Ist ja klar. Oh, damn. Oh, damn. Okay, wir brauchen Schlüssel. Da wäre der Shop. Okay, wir brauchen zwei Schlüssel. Dann ist jetzt rückwirkend es extremst gut. Vorsicht, gefährliche Gegner. Ja, genau deswegen. Dann ist es aber jetzt rück... Oh, nice. Gebt mir blaue Herzen oder sowas. Oder Schlüssel. Ey, ich laufe einfach durch. Was ist jetzt los? Gerade drei Pretty Fly. Nice. Aber ich brauche trotzdem Schlüssel. Awesome. Jetzt ist der Shop natürlich wieder nicht so geil, weil, ne? Aber das hier können wir machen. Oh mein Gott, ich sehe mich nicht mehr. Was ist das denn? Gut, wir haben die Health-Down-Pille gefunden. Scheiße. Was ist, wenn man kein HP-Down mehr bekommt? Also wenn man... Ist dann die Challenge vorbei, wenn ich so noch eine Ebene hochgehe und es ist mein letztes Herz? Ist dann einfach vorbei? Ist es das, was ihr mir mitteilen wollt? Ich habe halt echt gerade einen HP-Down eingesetzt, ne? Holy shit. Kann ich einen Dark Bomb bitte bekommen? Oh mein Gott. Wir brauchen blaue Steine.
Wir müssen jetzt alles hier durchspielen, bis wir blaue Steine. Ich kann so nicht. Nee, 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 kann ich nicht. Ist nicht drin. Ich kann hier reingehen, das kann ich machen. Weil. Ja! Das brauchen wir. Genau den Shit brauchen wir, aber wir brauchen blaue Herzen. Was gibst du mir so? Fliegen. Nein! Nein, nein, nein! Gut, dass man da nicht sofort reinläuft. Gut, dass man da nicht sofort reinläuft. Das wäre böse geworden gerade. Hätte ein bisschen geschrien. Alter, wir brauchen dringend blaue Herzen. Steine, alles. Was ist das hier? Ja, toll. Nützt mir alles nichts. Hilfe. Hilfe. Okay, da ist einer. Da ist einer. Gib mir blaue Herzen. Gib mir blaue Herzen. Sei gnädig. Dankeschön. Immerhin eins. Yo. Yo, das... Oh Gott. Okay, ich werde noch schnell den anderen Geheimraum hier hochsprengen. Alter. Yo, das ist insane. Hier war nichts, ne? Mit blauen Steinen. Nee, ich sehe dann... Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Wenn du realisierst, was die Challenge wirklich noch macht. Mist, ich habe zwei Möglichkeiten. Okay. Hier. Und hier. Du kannst mich mal. Hier kann es nicht sein. Hier könnte es noch sein. Komm. Eternal Heart. Ich habe vorhin so viele Münzen geopfert für den Schlüssel und jetzt kriege ich einen goldenen Schlüssel. Ja, let's visit the shop then. Oh. Das ist aber gar nicht mal so verkehrt, weil wir dann nochmal Münzen bekommen. Und ein HP. Oh. Das Spiel hat ein Einsehen. Wir bekommen einfach ein HP ab. Okay. Okay. Wir sind in Catacombs 2. Wenn ich jetzt nicht ständig einen HP down bekomme, sollten wir durchkommen. Wenn ich jetzt nicht ständig noch HP downs bekomme, sollten wir durchkommen. Was haben wir jetzt verloren? Ich spiele mal lieber so, als ob ich getroffen werden kann. Ja, ich kann wieder getroffen werden. Das Item ist weg. Oh, HP ab. Oh, so gut. Damage up, Curved Horn. Nice. Oh, ja. Ja. Und das nehmen wir auch noch mit. Alles her damit. Holy Death. Oh mein Gott, yes. Soll ich... Ich habe ein bisschen Angst, den Typ zu... Nein, komm, wir haben genug Energie. Passt. Passt. Ich wusste nicht, dass das noch in so eine Richtung geht. Diese Challenge. Ich dachte so wirklich, okay... Der schwierige Teil ist der Anfang und dann wirst du belohnt, indem du einfach durchspazierst, weil du halt OP bist und durchspazierst. Pustekuchen. Du verlierst deine Upgrades. Ah, dann hatten wir vielleicht auch ein Upgrade dabei, was dafür sorgt, dass die ganzen Dinger geöffnet sind. Und es hat sich dann wieder aufgehoben. So wird's sein. Das wird der Grund gewesen sein. Okay, alles klar. Diesmal habe ich... Wait, aber ich habe diesmal kein HP verloren, oder? Als ich hier hoch bin, habe ich diesmal keinen... Ach so, weil ein anderes Item weg ist. Es gehen nur die Items... Ah, es geht nicht immer... Ja, ich bin dumm. Ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden. Es geht nicht immer das Item weg. Also das Item, was weggeht, war halt mehrmals ein HP ab. Und deswegen habe ich HP verloren. So wie jetzt auch. Jetzt ist das HP weg. Ist okay. Ich traue mich nicht reinzugehen, falls Krampus kommt. Ich habe keinen Bock. Krampus kann mich mal. Wir haben nur noch zwei Ebenen vor uns. Wir müssen nur noch durch, ne? Wir müssen nur noch durch jetzt.
Frage ist, kommt am Ende nochmal was Krasses? Ich meine, es ist eine andere, es ist ja eine Challenge. Kommt am Ende nochmal was Krasses, ist die Frage. Ich weiß es nicht. Denkbar ist viel. Denkbar ist viel, das ist die Problem. Ah, dieses Upgrade ist weg. Das Upgrade ist weg, dass wir Dings haben. Dass wir Blutbomben haben. Dann kann ich mich zumindest nicht mehr versehentlich Blut sprengen. Das ist doch auch schon mal was. Aber das Damage scheint zu bleiben. Das Damage scheint zu bleiben. Und ich meine, den Lichteffekt sowieso, den habe ich ja gerade erst eingesammelt. Den behalte ich ja auch. Oder geht random irgendein Item weg? Kann sozusagen auch ein Item weggehen, was ich selbst noch zwischendurch eingesammelt habe? Kann vielleicht auch passieren. Keine Ahnung, was mir jetzt sagt. Ich hoffe, da kommt am Ende nicht nochmal irgendwie nochmal Mega Satan oder so. So, einfach im Basement nochmal gegen Mega Satan. Dann breche ich diese Challenge ab. Dann werde ich die nicht spielen. Aber sowas kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre schon insane. Das wäre schon insane. Ich beunruhige nur halt diese Zielvorgabe, weil die Zielvorgabe ist halt ein Mega-Satan-Symbol. Weiß nicht. Es ist leicht beunruhigend. Also sollte ich hier irgendwann mal Schlüssel noch bekommen? Gehen wir nochmal kurz backtracken. Aber so, wie es jetzt im Moment aussieht, passiert es nicht mehr. Ja, scheiße. Okay. Seht ihr was? ich... Okay, dann machen wir doch gleich die hier auf. Okay, dann gehen wir doch noch ein bisschen spielen. Das war das. Einen Schlüssel haben wir nochmal bekommen. Wo war die nächste Kiste da? Es ist einfach. Du kannst es dir nicht ausdenken. Du kannst es dir wirklich nicht ausdenken. So. Ja, hier kommt jetzt auch kein Schlüssel mehr raus. Nee, komm, scheiß drauf. Abflug. Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Okay. Ich habe echt Angst, wenn wir am Anfang von diesem Raum sind. Ob dann einfach der Pokal kommt. Noch ein HP ab. Schön. Schön, schön. Ob jetzt wirklich einfach der Anfang, also der Pokal kommt, oder ob wir nochmal, keine Ahnung, zu Mega-Satan geportet werden oder nochmal gegen Mega-Satan. Das wäre so insane böse. Das wäre so insane böse, wenn sie das bringen würden. Einfach nur noch raus hier. Einfach nur noch raus hier und diese Challenge abhaken. Okay. Ich meine, wir werden nochmal mit Energie versorgt. Nein, das war... Das war's. Oh, das war's. Danke fürs Zuschauen. Ich glaube, ich mache aus zwei Parts jeweils einen. Dann haben wir, glaube, zwei Fail-Folgen. Jeweils eine Stunde gut, circa. Dafür keine anderen Videos die Woche. Erstmal. Oh Gott. Alter. Danke fürs Zuschauen. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Ich muss gucken. Die Challenge war wild. Wir haben ein paar neue Dinge gelernt. Das ist ganz cool.
Wir haben diese Planeten-Items sehr gut kennengelernt und wir wissen, dass wir sie verflucht nochmal haben wollen. Wir wissen noch nicht, wie man rankommt und ich möchte es auch bitte nicht über die Kommentare erfahren. Vielleicht komme ich ja irgendwie selbst dahinter. Okay? Ich werde auch die nicht nachlesen. Eieieiei. Ja, danke fürs Zuschauen. Und tschüss.